Willkommen zurück zu einer neuen Folge Formel 1 2021. Mit dabei ist natürlich wieder Benny und ich sehe Fürchterliches. Aber es ist kein Regen, glaube ich. Ich kann es aber Nee, nicht kein sehen. Regen, nur Wolken? Ich kann Okay, es nur nicht Wolken. sehen. Also, Wie, er du kannst sagt, es nicht sehen? ich kann es nicht sehen, ob was für Reifen wir drauf haben. Ach so, ja, aber bei mir schimmert es, glaube ich, ein bisschen rot durch und es Stimmt, ich sehe steht es auch auch nur gerade. Wolken im Momentan ist es Display. ruhig auf der Strecke. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. So, wir haben schon mal einen Oh. Aufnahmeversuch gehabt, aber der lief jetzt nicht ganz so Premium. Nee, der war nicht so pralle. Aber Nick hat gerade gesagt, er hat Milchreis gegessen, also kannst du besser werden. Ja. Okay, ein neues Setup für dich. Mal so, mal so. Dann überlegen, ob ich ein bisschen was am Flügel ändere. Ich habe ihn einen Ticken runtergestellt. Er ist standardmäßig auf 8,8. Hey, wieso überhaupt 8,8? Hey, wieso ist der denn standardmäßig auf 8,8 bei ausgeglichen? Weiß ich nicht, ist mir auch schon aufgefallen. Früher war er immer auf 6,6, also genau in der Mitte. Ja, naja, macht ja auch Sinn. Naja. Ja, komm mal, lass mal mal. Lass Wollen mal wir mal. doch mal gucken, was so geht. Erwartet nicht zu viel. Nee. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Aber, ja, wobei, von Nick konnte ein bisschen, kann man viel erwarten, denn er hat Milchreis gegessen. Ja. Da, also, das macht bestimmt aus. Alter, sag mal, Ja. fahren wir bei Nacht oder wie ist das? Das sieht irgendwie so aus, als wenn man aus der Box rausfährt. Cool, ich Ja, bin es ist Zweiter. sehr bewölkt. Kann das bitte so bleiben? Einfach? Ich bin Erster. Ja, kann so bleiben, bitte. Ja. Da hat man nicht gehört, oder? Also bei mir könnte man im Hintergrund irgendwie so ein bisschen so ein Windgeräusch oder so hören. Das ist mein Ventilator. Das ist so zum Fahren ganz angenehm. Ja, ich habe keinen Ventilator hier. Ja, blöd. Das war Ricardo war vorbei hier. Es ist aber auch nicht so warm bei uns. Ich glaube, wir Ja. haben nur 20 Grad oder so. Was Das. vollkommen ausreichend ist. Ist der geilste Sommer seit Jahren, ohne Frage. Ja. Ich hoffe halt nicht, dass alles noch irgendwie dann so Ende August, Anfang September kommt. Das wäre halt nämlich sonst ein bisschen doof. Ist jedenfalls nicht so prognostiziert, aber kann sich natürlich auch noch ändern. Ja. Okay. Wirklich schnell ist das hier alles noch nicht, was ich hier mache. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe übrigens, also wir haben alles so gelassen, außer die Einstellungen zum Autoschaden. Die habe ich mal wieder auf Standard gestellt, weil ja, wir knacksen uns ganz gerne mal ein bisschen den Flügel an. Und wenn man für jedes minimale bisschen Flügel anknacksen gar nicht mehr steuern könnte, dann hätten wir vermutlich ein Problem. Ja. Okay, zweite Runde direkt hinten dran, hab's vergessen, da stand mir jetzt noch was im Weg. Siebter, aber hinter Raikön. Das ist nicht so gut, oder? Ich glaube nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich sogar noch hinter dir lande. Ah, ne. Ich muss sagen, also ich habe ja, man kann ja einstellen, dass das Gaspedal nicht ganz linear ist. Wir haben nur noch Benzin Also und heißt, eine Runde.
am Anfang gibt der ein bisschen weniger Gas und dafür am Ende mehr, wenn du das Gaspedal drückst. Das habe ich jetzt mal von 10 auf 12 gestellt, den Wert. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es damit besser ist. Oder vorhin hatte ich den Flügel nur auf 6, vielleicht macht das echt extrem viel aus. Aber im alten Teil ging 6 ja immer ganz gut, deshalb, naja, weiß ich nicht so ganz, woran es liegt. Jetzt gerade ist es auf jeden Fall deutlich besser als vorhin. Das stimmt. Oh. Ja, die Saison wird vermutlich eher auf Mittelfeldkämpfe als auf Kämpfe auf Platz 1 rauslaufen. Letzte Saison sind wir ja, also im alten Spielhaus sind wir ja mit gleichem Schwierigkeitsgrad im Red Bull gefahren. Da kommt die Kiste hier natürlich jetzt nicht ganz dran. Nee. Deshalb mal gucken. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht so. Das könnte, denke ich, sehr interessant werden. So. Was auch interessant wird, sind die nächsten paar Rennen. Also Spanien ist schon nicht so ganz unsere Lieblingsstrecke. Danach fahren wir Monaco und Aserbaidschan. Also, naja. Man muss dazu sagen, wir nehmen das alles auf ein Wochenende auf, weil ich im Urlaub bin. Genau, und Urlaubsmodus Nick, bei uns beiden tatsächlich. Und Nick auch irgendwann eine Woche. Ja, naja, bei mir dauert es noch 2 Wochen, bis wir fahren. Ja, ja, aber ist halt... Minute, 18,1. Ne? Ja, wir können halt 3 Wochen nicht aufnehmen. Ja. So. Ach cool, ich war mal Sechster. Ist aber halt auch jetzt fies mit diesem, ich sag mal... verdrehten Rennkalender. Sonst war ja mit Australien eigentlich immer ein entspannter Einstieg. Und danach irgendwie China oder so. Das ist ja jetzt alles ein bisschen ja, anders. Hey, die Stelle ist scheiße. Da ist... also... gerade an solchen Stellen, wo der Körper frisch anfängt, habe ich das Gefühl, da ist das Auto wesentlich empfindlicher geworden in dem Teil. Wir sind Dritter auf dem Temporadar. 323,5 Kilometer pro Stunde. So. Nee, das will ich nicht. Ich will dahin. Achso, habe ich schon gemacht. Das ist ja super. So. Alles fertig. Also ich habe das Gefühl, wenn man in der Box steht, dass es nochmal echt dunkler ist irgendwie draußen. Ja. Wirkt, als würden wir abends fahren. Ja, geht besser, aber auch viel. Ach, du bist jetzt wieder vor mir, ne? Auch das geht besser. Hat der jetzt DRS nicht aktiviert, obwohl ich den Knopf gedrückt habe? Ich meine, ich hätte es blinken gesehen. Der macht doch aber einen Ton noch. Der macht doch einmal so ganz kurz Piep. Ja, genau. Und dann habe ich gedrückt. Aber irgendwie meine ich, hat das DRS trotzdem weiter geblinkt. So, als hätte ich es nicht aktiviert. Aber vielleicht habe ich mich jetzt auch voll getäuscht. Ja, Blinken tut es ja immer noch, oder? Ja, es blinkt doch aber immer. Also so... naja, blinken ist es nicht, aber es ist halt irgendwie keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ja, vielleicht auch nur was auf meinem Bild. Ach komm, ey. Ja, Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf. Bin ich damit zufrieden? Ich weiß nicht.
Also besser als letztes Mal. Ja, naja, das ist ja mal nicht schwer, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, also wir haben schon einen Versuch hinter uns, weil das hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Und da war ich auch direkt in der ersten Outlap im Qualifying, bin ich hier oben in der Kurve rausgeflogen, weil ich da links auf den Cup gekommen bin und mich dann ungefähr mit 250 rechts in die Wand gedreht habe. Das fand das Auto komischerweise gar nicht so toll und ist dann auseinandergefallen. Hatte keine Lust mehr. Nee. Boah, ist hier einfach so langsam. Uiuiui. Ah, selbe Kurve. Ja. Aber ich habe nichts am Flügel verloren. Alter. Ja. Okay, ich habe. Ja, ich konnte vorhin bei meinem Crash nicht gegenlenken. Das ging so schnell. Also ich habe. Oh. 360 fast. Also ich habe ein bisschen noch weiter Gas gegeben, weil ich mir dachte, ja easy passt schon, ne? Bisschen links rechts. Fährst zwar wie so ein Hyper, wie so ein Besoffener, aber. Alter, jetzt fang. Oh, hi Jeff, na, alles klar bei dir? Ja, genau, unsere beste Runde, will ich wissen. Als 11. Ne, warte mal, jetzt sind wir schon 13. und 14. Aber waren wir das eben auch schon? Weiß nicht, egal. Ach du Scheiße, ey. Wir sind halt fast 2 Sekunden langsamer als Bottas. Jo. That's, ich glaube, ich verheiz meinen dritten Satz auch noch. That's right. Ich habe ja nichts zu verlieren. Dass ich zumindest vielleicht. Ja, 11. wäre eigentlich geil. Reifen aussuchen, neue Reifen bekommen, selber aussuchen und dann mal gucken, was so geht. Ich weiß leider auch gar nicht mehr, was wir in der letzten Saison gefahren sind auf der Strecke. Nee, ich auch nicht. Aber ich sag's mal so, 1.16er würde mich ehrlich gesagt wundern. Vielleicht haben die auch tatsächlich am KI-Schwierigkeitsgrad nochmal gedreht, dass 90 jetzt schwieriger ist als vorher. Kann natürlich auch sein. Kann ich mir vorstellen. Ja, also wir werden so ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, ich muss einfach wieder ein bisschen mehr rausfinden, wann ich wie viel Gas geben kann. Das ist einfach in dem Spiel wieder ein Ticken anders als im Vorgänger. Das ist halt gerade mit komplett ausgeschalteter Traktionskontrolle nicht ganz einfach. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 18,1. Ich starte halt einfach jetzt 13. und 14. Ey, das ist doch. Nee, das war nicht gut. Gleiche Kurve? Nee. Hinter Startziel in der Linkskurve. Achso. Das muss ich dir gleich mal nach der Aufnahme, also nach dem Rennen zeigen. Das war schon so ein Huiuiui-Moment. Ah, shit. Hab da mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Glaube ich. Dass du den überhaupt abfangen konntest dort. Ja, also es ging halt zuerst, aber es hat mich halt nur am Ende rausgehauen, weil ich halt DRS angehabt habe. Und dann immer weiter und immer weiter. Weil ich mir dachte, ja, das wird schon, ne? Ich war halt auf der schnellen Runde.
Ja, ich hab mich gerade, also deshalb ist diese erste Rechts-Links-Kombi auch so scheiße, weil wenn du da zu sehr auf die Curbs kommst, dann drehst du dich halt weg, weil die ja so hoch sind. Ja. Da habe ich mir im letzten... Oh nee! Oh, ihr Scheißköppe, ey. Ach, fahren die jetzt alle raus? Ja, natürlich. Ach, kann ich mir Zeit lassen, ne? Ja, ich mir auch. Ich werde auf keinen Fall jetzt die Runde starten. Das gibt ja überhaupt nichts. Der letzte fährt jetzt gerade aus der Box. Ich fahre gerade auf Startziel. Ich bin. Wo bin ich denn jetzt hier? Dritter Sektor. Irgendwas fährt noch hinter mir. Irgendwas Rotes. Ferrari und ich glaube, da ist aber noch ein Punkt drunter. Irgendein Alfa Romeo oder so. Gibt es die noch? Ich habe aber keine Ahnung von den neuen Teams. Die gibt es, glaube ich, noch. Wobei, vielleicht täuscht das auch nur. Die müssten schon sehr parallel fahren die ganze Zeit. Rausgekommen, egal. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Okay, verkackt. Oh Mann. So ein Dreck. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt... Ich starte auf Platz 16. Was passiert denn hier? Mann. Oh, hui. Nix geht. Oh ja, 13. Immerhin. Hast du zwischenzeitlich nochmal eine Zeit gefahren? Ja. Wann denn? Ich war gerade auch noch draußen. Ja, aber jetzt gerade hast du dich ja gedreht. Davon kannst du ja nicht gekommen sein. Ich bin auch 2 Runden gefahren. Das war meine 2. Runde, die ich gefahren habe, wo ich mich gedreht habe. Ja, mega geil. Oh, also, bei mir hat sich nicht viel verändert. Ach, guck mal. Ja, wobei. Ich darf von der 15 starten, das ist ja super. Warum hat der denn 10 Plätze bekommen? Kollision mit Latifi verursacht. Kollision mit Schumacher verursacht. Unerlaubtes Blockieren. Ja, blöd. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil die, wenn die halt zu eng aneinander rausfahren. Das ist halt, weil die alle hintereinander fahren mit einmal.
Ja, ist leider immer noch so. Ist zum Kotzen. Das ist Naja. absolut beschissen. Ja, naja. Egal. Morgen fahren wir das Rennen. Das, wenn ich mir die Qualifying-Ergebnisse angucke, dann kann das nur großartig werden. Ja, total. Aber es ist zumindest, ja, es ist fast so wie vorher, aber nicht ganz. Also Punkte machen wir diese Saison einfach nicht, habe ich mich entschlossen. Das würde ich nicht sagen. Warten wir ab, Niederlande und Österreich, Kanada und sowas gucken. Ja, ich drehe mich doch nur. Naja, das ist halt besser ist egal. Bis, fuck you. Bis morgen. Tschüss.